Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Crib und heute ist es endlich soweit. Wir werden den Acra Andy 701 Supermoto, ihr habt es im Titel schon gelesen, montieren. Ich freue mich ganz besonders drauf. Hier haben wir das gute Stück schon. Es ist ein relativ großer Auspuff, aber trotzdem ist er, ich glaube, das stimmt dem ja alle zu, auf jeden Fall hübscher als der Originale und hoffentlich auch lauter. Ich glaube, man kann den DB-Eater gar nicht rausnehmen, oder? Kann man den rausnehmen? Die sehen irgendwie fest verschraubt aus. Mhm. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das heißt, Eater bleiben drin, aber einen guten Sportcut. Das heißt, den werden wir auch verbauen. Ich freue mich mega drauf. Und ja, gehen wir mal unten in die Garage, nehmen das Werkzeug mit und dann geht es los. 3, 2, 1. So, Freunde, ich habe da mal was vorbereitet. Husqvarna 701 Supermoto hier in der Mitte. Zu meiner Linken befindet sich der Acra Popovic. Und dann natürlich den obligatorischen Werkzeugkasten, der offensichtlich ein paar Dellen hat. Wegen. Warum, Sarah? Erzähl doch mal kurz. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Was für eine Delle. Da ist mir die Pitbike leider. Das Pitbike draufgeknallt. Danke dafür. Sarah kauft also einen neuen Werkzeugkasten. Sehr, sehr ehrenwert von dir, dass du das selber anbietest. Wir werden auf jeden Fall den Auspuff tauschen. Ich hoffe, dass das Plug and Play geht, aber es sollte eigentlich funktionieren, denn wir haben nur das hier an Werkzeug. Eine Klemme, bisschen Schräubchen und eine Verbindungsstelle. Und ganz wichtig natürlich, weil unser Auspuff ist ja legal, das obligatorische Heftchen hier. Ja, ein Zertifikat. Als erster Schritt. Sitzbank ab. Zack, schaut euch die an, ey, geil, ne? Die müssen wir lösen und dann können wir das vielleicht so unten drunter raushebeln. Hier ist es noch festgemacht und da. Werkzeugkasten geht auf. Fangen wir beim Carbon-Hitzeschutzblech an. Zack, nächste Schraube. Fix heute, ne? Ja. Fixe Schnitzel. Zack. Zack, Pin ist draußen. Jetzt können wir auch schon richtig gut sehen. Das Hitzeschutzblech können wir nach unten machen, wo hier was langläuft. Hier ist die Verbindungsschelle. Also hier haben wir das Verbindungsstück. Das kommt hier dran. Und dann kommt hier Eco Mio. Hier kommt dann, zack, der Acra drauf. Und dann wird das hier mit den kleinen Federn, die wir hier haben. Das wird noch eine Herausforderung, weil ich glaube, wir haben keinen Federspanner. Oder haben wir einen Federspanner? Ich glaube, wir haben keinen Federspanner hier. Das wird noch ein tricky Part. Also das bauen wir alles. Aber das wird jetzt relativ fix gehen. Ihr seht schon, der ist hier fest, da fest. Das ist auch ein dicker Blauwal, ne? Mhm. Schiebt den Blauwal zurück ins Meer. Das ist die Devise heute. Ich bin auch richtig hyped. Ich wollte ihn schon so lange dran bauen und jetzt ist es endlich soweit. Und dann direkt mit euch zusammen. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Die ist nicht gekontert. Ich bin halt wirklich gespannt, wie das Ding klingt, weil bei der 690 SMCR macht der Acra nicht viel Unterschied. Ich bin ja einmal in Berlin die 690 SMCR, die ganz neu mit dem Acra gefahren und von der Bauart ist der eigentlich genauso wie der jetzt von der Husqvarna 701. Der war nicht wirklich laut. Einen schönen Soundvergleich haben. Sollen wir nochmal eben anwerfen, oder? Ja. Bevor wir jetzt den Auspuff abbauen, weil dann haben wir wirklich einen direkten Vergleich hier in der Garage, weil ihr kennt den Sound wahrscheinlich nur anders. Also, wie ihr hört, man hört nicht viel. Ja, es ist blechernd und hört sich irgendwie an, als würde man furzen mit dem Finger im Po. Also, es knattert nicht. Okay, das wollen wir natürlich ändern. Es soll richtig knattern, also nicht Finger im Po, sondern ohne. Und das wollen wir jetzt bezwecken, indem wir den Blauwall hier abmontieren und die schöne Acra-Akbar-Anlage an das gute Teil bauen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Bitte schon, die Schelle hier ist los. Jetzt können wir den langsam Auf- und Abbewegungen lösen. Und zack. Alter Schwede. Auf jeden Fall ein strenger Geruch. Sollen wir mal ohne Auspuff starten? Weil wir haben hier auch keinen Cut, also das sollte eigentlich müsste das richtig laut werden. Also wir haben hier jetzt einen Straight Pipe. Das müsste jetzt asozial laut werden. Bist du wirklich bereit? Ja. Seid ihr bereit? Holy moly. Es war mir wirklich jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Ich habe sowas Lautes noch nie gehört. So laut. Das waren bestimmt nur 2000 Umdrehungen, die wir hier gerade drauf hatten. Gut, aber wir wollen ja legal fahren. Hat die Karte ja gerade schon rübergeworfen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier drauf kommt. Oh, das wird aber interessante Bastelarbeit hier werden, Freunde. Ich glaube in der Tat, diese Dichtung hier, die muss runter. Weil. Ne, jetzt, genau. Pass auf, das geht drüber.
Und das hier ist die Schelle für das Mittelstück. Der wird ja Clip-on-mäßig draufgesetzt. Hier, also Schelle kommt als erstes natürlich drauf, weil sonst funktioniert das nicht. Und dann hier, wie gerade schon gezeigt, kommt das Verbindungsstück da dran. Und dann wird es eben mit den Federn gespannt. Das mit den Federn wird wahrscheinlich heute der schwierigste Part werden. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, dass das hier nicht komplett eskaliert. Das war so laut. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das stell dir mal vor, so fährst du einmal durch die Stadt. Würde ich schon mal gerne machen. Ja, ich auch. Freunde, wenn ihr dafür seid, dass wir mal eine kleine Runde mit Straightpipe hier durch die Stadt fahren, aber nicht durch Hamburg, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. So ist es auf jeden Fall nicht dicht. Wir drehen das Ganze jetzt mal um, weil ihr seht, das ist hier schon ein bisschen angeritzt. Sollte es hoffentlich ein bisschen besser klappen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. So, und jetzt ist nämlich die Frage, wie kommt das? Ich würde sagen, wir halten jetzt mal provisorisch das Ganze hier dran. Okay, das sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Ja, aber die Schraube, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja. Normalerweise, beim Originalauspuff habt ihr hier hinten eine festgeschweißte Mutter. Beim Acra ist es eben anders, da habt ihr keine festgeschweißte Mutter. Die kommt einzeln mitgeliefert. Das heißt, ihr nehmt diese lange Schraube hier, jagt die hier durch und kontert mit der Mutter hin. Steht wahrscheinlich genauso in der Beschreibung. Zack. Drehen wir jetzt erstmal nur leicht an, weil ich erst die Frontpartie befestigen will. So, angedreht. Das heißt, der Acker kann jetzt nicht mehr runterplumpsen. Ist schon mal sehr wichtig. Die Schelle können wir jetzt hier in Position bringen. So, da hatten wir diese Schraube hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, Sarah? So, und jetzt wirklich der allerschwierigste und auch gefährlichste Part wird sein, diese Federn hier. Die sind wirklich im extrem Spannung, hier oben und unten jeweils zu verbinden. Normalerweise habt ihr so einen Federspanner, ich weiß den genauen Ausdruck dafür leider gerade nicht. Mit dem hier hakt ihr hier ein, das ist so ein kleiner Haken und könnt das dann rüberziehen. Eventuell haben wir Glück, ich habe nämlich einen kleinen Tipp bekommen damals von Emsel. Und wir können einen Kabelbinder nehmen. Pass auf, Trick 17. Ihr nehmt einen Kabelbinder. So. Also ich ziehe das jetzt hier gleich mit Kraft runter. Dann musst du das hier hochdrücken, ja? Mhm. Genau hier in der Kurve. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kabelbinder. Warte kurz. Also, der Tipp mit dem Kabelbinder hat diesmal leider nicht funktioniert. Meine Kraft, das muss man aber auch erstmal schaffen. Ich habe gerade mit meinem bloßen Finger einen Kabelbinder zerrissen. Da? Wie gesagt, ich habe euch das ja schon prophezeit. Das wird die schwierigste und auch beschissenste Aufgabe. Okay, du musst wieder in Action treten. Ja, mehr drücken, mehr drücken. Ah, yes. Und die Kabelbinder könnt ihr dann jetzt einfach, ganz easy, klack. Die wird eventuell noch ein bisschen ekliger werden. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir schaffen das. Together as a team, the Boss Army. Bow! Mhm. Ah, nicht ganz. Nee. Nee. Jo. Yes. Das Schwierigste ist geschafft. Unsere Schelle hier wieder dran machen. Die haben wir schon gut vorbereitet. Richtigen Bit haben wir schon am Start. Dann können wir jetzt die Schraube hier festdrehen. So, dann alles wieder reverse, Verkleidung dran. So, dafür ziehe ich mir jetzt wieder die Handschuhe aus, denn diese kleinen Unterlegscheiben könnt ihr super, super schwer packen. Leicht andrehen wieder. Fest. Jetzt machen wir die hier oben wieder fest, das ist diese hier. Und dann sind wir auch gleich schon fertig. Das ging echt fix, oder? Nimmt die Kamera noch auf? Nee. Rasten. Zack, zack, zack. That's it. Mega. We're done. Okay, sollen wir anders? Nein, nicht jetzt. Warte. Ich bin richtig hyped. Seid ihr bereit? Okay, also Freunde, ich würde sagen, die Feuertaufe hat der Acker überstanden. Der Sound ist jetzt schon richtig geil. Im nächsten Video machen wir dann einfach mal eine kleine Soundprobe unter Last, weil unter Last ist natürlich jeder Auspuff, jedes Motorrad anders vom Klang her. Er ist jetzt auf jeden Fall schon viel, viel lauter als von der Witpillen. Da ist der Acker ja irgendwie gefühlt so laut wie der Originale. Mega, mega geil. Schön kerniger Sound. Und wenn wir das dann wirklich unter Vollgas mal richtig ausreizen, ich glaube, das wird geil. Also freut euch drauf. Das war's auch für das heutige Video. Ja? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Meinung zu dem Acker in die Kommentare. Und in dem Sinne verabschiede ich mich auch. Wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil.